Jetzt möchte ich als nächsten Redner Joachim Legatis, den Mitglied vom Bundesvorstand der Deutschen Journalistenunion in Verdi, bitte hier begrüßen. Ich übergebe dir gleich das Wort. Hallo, liebe Leute. Ich bin jetzt nicht offizieller Vertreter des Bundesvorstands der Deutschen Journalistenunion. So. Aber ich bin hier als Gewerkschafter, ich bin als Journalist hier, als jemand, der grundsätzlich den Krieg in Afrin, den Einmarsch der Türkei in Afrin ablehnt. Und ich versichere euch, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, auch in den traditionellen Gewerkschaften, wie auch ihr wahrscheinlich in Gewerkschaften seid, die diesen Krieg ablehnen, diesen Einmarsch, diesen Überfall auf friedliche Menschen. Ich bin als Gewerkschafter dagegen, weil die Repression gegen Menschen in der Türkei schon eine ganze Weile sehr stark ist. Der Krieg in Afrin, der Krieg in Nordsyrien, der Überfall der Türkei ist eigentlich nur das i-Tüpfelchen auf dieser Entwicklung hin immer mehr zur Barbarei. Und ich bin als Journalist dagegen, ich bin als Journalist sehr intensiv dagegen und wir arbeiten seit Jahren auch daran, weil, wie schon andere Redner gesagt haben, eines der ersten Dinge, die sterben, wenn Diktatoren nach oben steigen, ist die Meinungsfreiheit, die Freiheit zu reden. Das ist ein Teil unserer Menschenwürde. Das ist etwas, wofür ich mein ganzes Berufsleben eintrete und auch weiterhin eintreten werde. Und ihr könnt sicher sein, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, die diese Demonstration begrüßen, befürworten, unterstützen, auch wenn sie nicht hier sind. Ich freue mich drauf, wenn sie beim nächsten Mal mitmachen würden. In dem Sinne, noch einen schönen Nachmittag. Vielen herzlichen Dank.